Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu Jurassic World Evolution, einem kleinen oder auch großen Projekt auf meinem Kanal. Das liegt an euch, wie immer heißt es, wenn es geguckt wird, dann gibt es mehr, wenn nicht, dann gibt es weniger. Also ihr entscheidet quasi, ob das hier jetzt etwas mehr Folgen hat oder vielleicht sogar nur die eine. Mal gucken, es ist ein relativ neues Spiel, das heißt viele Let's Player machen das und ja. Ich werde da nicht auf diesen Zug aufsteigen und mich versuchen, mit irgendwelchen anderen Leuten zu battlen. Ich spiele es halt einfach alleine, wenn es nicht gut ankommt. Und ja, ich bin ein riesiger Dinosaurier-Fan und damit würde ich sagen, starten wir einfach ein neues Spiel. Wenn wir gleich im Spiel sind, erkläre ich euch, wie das Ganze funktioniert. Ich habe schon mal ein neues Spiel gestartet gehabt, um Einstellungen vorzunehmen. Aber jetzt gehen wir mal in unser Spiel rein. Hallo. Willkommen. Ich bin Dr. Ian Malcolm. Sie haben vielleicht schon von mir gehört, oder zumindest sollten Sie von mir gehört haben, jetzt, da Sie hier sind. Vor Ihnen befinden sich die Inseln, die Sie verwalten sollen, falls Sie das können. Die fünf Tode. Wären es bloß fünf geblieben? Ja, anscheinend sind wir der sechste Manager. Cool. Okay, dieser Ort ist so gut wie jeder andere. Isla Matanceros. Relativ stabil. Ja, hier können Sie erste Erfahrungen sammeln. Und das sollten Sie auch, denn in den kalten Gewässern lauern große, wütende und hungrige Dinge. Und Sie sollten vorbereitet sein, bevor Sie sich dort hineinwagen. Ja, das hier wird unser kleiner Standort sein. Fürs Erste! Okay, gut. Also, ich bin Cabot Finch. Zuständig für Öffentlichkeitsarbeit und Krisenmanagement und hier, um zu helfen. Beginnen Sie, indem Sie ein Hammond-Entwicklungslabor errichten. Ja, wir sollen bauen, aber vorher möchte ich noch ein bisschen was sagen. Wir haben bereits ein Gehege für Sie in Angriff genommen. Sie sollten es einfach an die Seite anbauen. Aber Vorsicht vor den Dinos! Schatz, aber trotzdem Vorsicht. Wie gesagt, ich habe schon angespielt, ich habe gesehen, man kann den Dinos Namen geben. Ich habe auf Discord wieder gesagt, ihr könnt euch einen Dino aussuchen und dem einen Namen geben. Boah, natürlich könnt ihr auch erstmal warten und gucken, was es gibt. Wir müssen ein Hammond-Entwicklungslabor bauen. Bringen Sie Dinosaurier aus dem Jura nach Jurassic World. Das Hammond-Entwicklungslabor ermöglicht das Ausbrüten, das Modifizieren und das Freilassen der Dinosaurier in den Park. Kann direkt an Gehegezäune angeschlossen werden. Ah, okay. Wir müssen das Ganze also ans Gehege quasi anschließen, damit die halt da auch direkt reingelassen werden. Und es wird wie in Fallout Shelter schon quasi vorbestimmt, wo wir es hinbauen können. Könnt es natürlich auch irgendwo anders hinbauen, glaube ich. Oder auch nicht. Wir müssen es hier machen. Okay. Ich will so viel Platz wie möglich sparen, deswegen werde ich das hier jetzt mal so weit links wie möglich bauen. Konzentrieren wir uns auf den Grund Ihrer Anwesenheit. Eine zukünftige Dinosaurieranlage auf den Inseln, die auf Spanisch Las Cinco Muertes, die fünf Tode, heißen. Ach so, die Insel heißt so. Wurden wir deswegen hierher verfrachtet, weil fünf schon gestorben sind, oder? Logischerweise muss es an das bereits bestehende Wege- und Stromnetz angeschlossen werden. Oder heißt einfach nur die Insel so und deswegen meinte er, oh, wenn es nur fünf Tote wären. Gut, wir, Moment. Was ist hier mit der Mausgeschwindigkeit? Warum ist sie so langsam? Gameplay. Symbol verblassen, bla bla. Haben wir ja keine Mausempfindlichkeit? Geschäftsbedingungen. Wir brauchten sowas. Ach, Steuerung. Man kann das Ganze auch mit Controller machen. Aber ich glaube, mit Controller ist so ein Aufbauspiel echt nervig. So, Empfindlichkeit. Kann ruhig mal ein bisschen höher. Run-Scroll-Geschwindigkeit werde ich eben fast nicht machen. Tastenempfindlichkeit. Hier Zoom-Empfindlichkeit. Bam. Passt schon. Gucken wir mal. Ja, so ist schön. Das dreht sich hier noch ein bisschen langsamer, aber egal, das kriegen wir hin. So, wir wollten einen Weg bauen, haben wir aber immer noch nicht gemacht. So, es gibt viele Dinge, die ich natürlich noch nicht weiß. Wahre Prüfung, das Ausbrüten eines Dinosauriers. Sie beginnen mit einem Struthiomimus.
Wählen Sie das Entwicklungslabor aus und entscheiden Sie sich für eine Brutstätte. Es sind genug Genomdaten für Ihren ersten lebensfähigen Dinosaurier vorhanden. Also ich weiß, dass Dinos hier auch kämpfen, wenn man sie zusammen in ein Gehege packt. Ich würde es ja cool finden, wenn man irgendwie die Dinos raustransportieren kann, ein separates Gehege, um sie da betteln zu lassen. Wenn das gehen würde, alter Schwede, Freunde, ihr könnt euch betteln, ey. Was ist denn los? So, also, ja, wo soll ich denn da drauf drücken? Dinos habe ich noch nicht gezüchtet, glaube ich. Ah, ich muss da hier drauf drücken. Oh, Brutkasten. Dinosaurier ausbrüten? Ah, okay. Was die ganzen Prozente hier zu bedeuten hat, weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich die Erfolgschance, wenn ich das so sehe. Viele Dinos gibt es noch nicht. Ich denke mal, viele werden per DLC auch reingepackt, weil ich meine, wo man Geld verdienen kann, da kann man Geld verdienen. Muss man halt einfach so sagen. Ich habe schon gesehen, dass es zu Release schon ein Paket gibt mit 6 Dinos. Ich meine, warum? Könnt ihr das hier einfach ins Spiel reinpacken? Ich kaufe mir doch kein unfertiges Spiel. So eine Scheiße. Egal. Macht trotzdem Spaß. So, Genom modifizieren. Was können wir denn da modifizieren? Können wir die Farbe auswählen? Wüstengenom. Tatsächlich die Farbe. Das ist doch hundertprozentig die Farbe. Ich möchte die Farbe wechseln. Es zum... Okay. Gehen wir erstmal hierauf. Den anwenden. Achso, wir haben die Farbe geändert. Okay. Verändert sich jetzt nicht wirklich viel, oder? Achso, das Einzige, was sich verändert, ist natürlich die Lebensfähigkeit. Also, ja klar, ich nehme ein Gen, was meine Dinosaurier einfach töten lässt. Wieso auch nicht? Hier behalten wir das. Und dann gehen wir mal weiter. Warte, ich konnte da runterklicken. Achso, aha. Ach, das scroll ich durch, okay. So, was haben wir denn hier? 0 Gen, was bringst du? Lebensfähigkeit, minus 1. Wow, 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 wow. Ich glaube, das kann man nur an bestimmte Lebewesen anpassen. So, hier haben wir nichts. Ja gut, da sehen wir auch, dass wir nichts haben. Gut, so viel dazu. Wir nehmen den normalen. Und brüten ihn für 30.000, Alter, das ist teuer. Die Machenschaften der Ehrgeizigen, Ausgestorbenes zum Leben erwecken, mit Naturgesetzen jonglieren. Was soll da schiefgehen? Kommen Sie, Doktor! Wir haben durch unsere Jurassic-Unternehmungen so viel erfahren und seit dem letzten Mal noch mehr in Sie investiert. Ja, Mr. Finch, ja, das letzte Mal. Es gibt immer ein letztes Mal. Und ein nächstes Mal. Was mir sofort auffällt, Finch ist eigentlich immer ein Name für Bösewichte. Weißt du, ein Dinosaurier kann freigelassen werden. Ah! Dinosaurier freilassen. Da haben wir unseren ersten kleinen Dino. Leben. Es beginnt. Der kostbarste Moment. Das Ergebnis von unberechenbaren Aktionen und Reaktionen, Versuchen und Fehlschlägen, genetischen Mutationen und unvorhersehbaren Kombinationen. Chaos. All das ergibt am Ende ein lebendes, atmendes, denkendes Wesen. Und jetzt übernehmen wir, Sie, diesen Vorgang. Gut gemacht, schätze ich. Ja, das ist unser Dino. Wir können ihn anscheinend verfolgen. Freie Kamera, Dinosaurier Statistiken anzeigen und zurück. Na gut, wieso auch nicht? So. In der Hammond Stiftung geht es um drei Dinge: Sicherheit, Unterhaltung und Wissenschaft. Ich habe die verschiedenen Abteilungsleiter schon gedrängt, mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Sie werden Anregungen und Gelegenheiten zur Arbeit in deren Team anbieten. Wählen Sie einen Ihrer Aufträge aus. So können Sie Ihre Anlage entwickeln. Wählen Sie den Auftrag aus. Okay. Wissenschaftsabteilung, Unterhaltungsabteilung, Sicherheitsabteilung. Sicherheit im Jurassic World. Pff. Wissenschaft. Ja, eigentlich wollen wir ja Geld verdienen, oder nicht? Nehmen wir den. Hi, ich bin Isaac. Ich habe viel Gutes über Sie gehört. Ich leite die Unterhaltungsabteilung. Was bringt die weltgrößte Show, wenn sie niemand sieht?
Antworten Sie nicht, das war eine rhetorische Frage. Mit einer eindeutigen Antwort. Wir brauchen mehr Besucher im Park. Schaffen Sie mehr Leute in die Anlagen. Mehr Besucher bedeuten mehr Einnahmen, Spannung und Möglichkeiten. Finde ich auch. Boom. Aufträge können im Kontrollraum von den Abteilungsleitern angefordert werden. Schließen Sie sie ab und erhöhen Sie Ihren Ruf und Ihre Einnahmen, um Ihren Park zu vergrößern. Ja gut, bisher haben wir hier nur ein Tierchen. Wie gesagt, ich habe nach Namen gefragt. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich auf das Ding durchfliegen kann. Das kommt wahrscheinlich später. So. Expeditionszentrum, 400.000. Das kostet alles so viel Geld. Kann ich das nicht irgendwo anders hinpacken? Ich könnte es ja auch hier hinpacken. Ah, ich kann es überall hinpacken. Ah, okay, okay. Nur das kostet wahrscheinlich immer mehr Geld, ne? Wenn ich es in den Wald setze. Wo packe ich den Scheiß denn hin? Ah, hier endet mein Park. Ich möchte gerne hier am Anfang, wo die ganzen Leute natürlich reingeströmt kommen, hier nicht so einen Scheiß haben, so einen langweiligen Scheiß. Deswegen werden wir ihn hier irgendwo am Rande hinpacken. Kann ich das Ding irgendwie drehen? Wie dreht man denn den Scheiß? Achso, nach rechts drehen. Haha. Whee! So, packen wir den Kram einfach mal, ja. Wir drehen ihn nochmal kurz. Whee! So. Ich kann natürlich auch Y drücken, um andersrum zu drehen. Ich möchte ihn perfekt hier ransetzen. Zack! Eins noch. Ihr Ruf. Haben Sie ein Auge drauf, okay? Wenn Sie innerhalb Ihrer Abteilung einen guten Ruf haben, können Sie eher von ihr profitieren. Finanziell meine ich. Aber wie im echten Leben ist das Ganze ein Balanceakt. Jede Abteilung verlangt Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn Sie diese nicht bekommen, nehmen Sie es schnell persönlich. Okay. Wieso nicht? Ja, ich sehe schon, wir werden sowieso alle drei haben. Das hier ist Unterhaltung, Wissenschaft und Sicherheit. Aber pff, Sicherheit, pff. Ich habe noch keine fleischfressenden Dinos, auch kein Strom. Strom? Produziert geringe Menge an Strom für die Insel, muss mit Umspannwerk verbunden sein, um den Strom an Gebäude in der Nähe zu verteilen. Okay. So habe ich sowas noch nicht. Wo packe ich denn das hin? Das ist voll klein eigentlich hier. Was soll denn der Scheiß? Ich will eine größere Insel. Sofort! Was ist denn los? Okay, jetzt brauche ich dafür auch noch einen Weg. Wieso brauche ich dafür einen Weg? Ja, dann. Guck mal. Also hier könnte ich noch ein Gehege aufbauen. Und hier könnte ich noch ein Gehege aufbauen. Das heißt, diese werde ich mir mal aufsparen, nur für den Fall der Fälle. Ich werde wahrscheinlich ein Gehege für Pflanzenfresser und einen für Fleischfresser haben. Und dann so eine Mini-Arena wäre echt cool. Wenn es geht. Ich weiß es nicht. Oh, da ging es gerade. Da. Perfekt. Hui. So. Okay. Zack. Du bist sowieso ein Umspannwerk. Und dann. Reicht das, wenn ich hier rüber baue? Kriegt er dann Strom? Nö. Kann ich das Ding hier wieder verkaufen? Ja. Okay, ich will die Schuhe haben und dann das Umspannwerk und. Die gelben Symbole sind Umspannwerke. Ach so! Sag das doch einer, da hätte ich gleich da in der Nähe gebaut. Ja, dann kriegst du halt hier direkt ein vor die Tür, ne? Damit, wenn ihr da gleich hingeht, alle schön Krebs bekommt. So, schöner dran. Perfekt. Sogar eine gerade Linie. Perfekt. Strom? Achso, ist noch nicht fertig gebaut, oder? Also, muss das noch aufgebaut werden? Hallo? Strom? Oh, da fehlt noch, fehlt noch eine Straße. So, excelento. Wieso sieht das anders aus? Wieso sieht das so aus? Und das so. Ich glaube, da müssen die Bauarbeiter noch hin, oder? Oh! Aha! Die Unterhaltungsabteilung ist sich ihres Erfolgs bewusst.
Wenn sich ihr Ruf dort verbessert, wird man sie dadurch auch mit anspruchsvolleren Aufgaben betrauen. Okay, was haben wir hier noch? Kontrollraum. Wir haben Expeditionskarte. Okay, können wir Expeditionen machen? Eingehen. Was? Wie? Hey, Isaac hier. Wie geht's? Ich hätte da eine coole Sache, bei der Sie dabei sein sollten. Darum weise ich Sie darauf hin. Seien Sie auf der Gewinnerseite. Meiner Seite. Beschaffen Sie 50% des folgenden Gnoms. Ceratosaurus. Okay. Halt, halt, das hat mich Geld gekostet. Das Expeditionszentrum ermöglicht es Ihnen, Grabungsteams weltweit nach neuen Dino-Fossilien suchen zu lassen. Aus diesen Fossilien kann DNA extrahiert werden, die unsere Wissenschaftler dann in lebende Dinos verwandeln. Und um die geht es hier schließlich. Was ist mit Demonstrationen? Terroristen und so ein Scheiß? Ich meine, stell dir vor, dann gehen irgendwelche Wissenschaftler hin und sagen, hey, wir wollen Dinosaurier suchen, die wir ausbrüten. Die werden doch umgenietet. Ich meine, wer macht denn sowas? Das Expeditionszentrum kann Grabungsteams in die ganze Welt schicken, um nach neuen Dinosaurierfossilien zu suchen. Ich meine, ganz ehrlich, da muss es doch irgendwen geben, der irgendwie dagegen ist, gegen diese Dinosaurierforschung. Wählen Sie eine Grabungsstätte aus, um ein verfügbares Grabungsteam hinzuschicken. Das Expeditionszentrum zeigt ein Symbol an, wenn ein Grabungsteam losgeschickt werden kann. Okay. Gut. Mir geht es um die Show. Und mit diesen Dinosauriern haben wir eine, die es auf der Welt kein zweites Mal gibt. Themenparks sollen Leute anlocken. Was ist attraktiver als neue Dinos? Außer mir selbst natürlich. Gut. Was ich damit sagen will, magazinieren wir doch ein paar frische Dinos auf. Okay, aber ich habe noch kein Fleischfresser. Reservoir. Ich hab doch jetzt irgendwo jemanden hingeschickt, oder? Ja. Okay, die sind also unterwegs. Genau, perfekt. Was haben wir noch da? Ingen-Datenbank-Dinosaurier. Naja, kann man sich die Viecher angucken, oder was? Wow. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja nur eine billige Datenbank. Ja, hier Gene. Wir haben viele Gene, die wir machen können. Kosmetische Wüstengen. Mhm. Die Lebensdauer meiner Dinos verringert. Wow. Isla. Achso, das sind die verschiedenen Karten. Alter, wie viele Karten gibt es denn? Holy shit. Gibt mehr Karten als Dinos. Was soll denn das? Das ist doch scheiße. So, was haben wir hier noch? Charaktere. Isaac, Mr. DN. Echt jetzt? Wir sind in der Zukunft. Wer malt denn sowas? Finch. Der böseste aller Bösen. Okay, der sieht doch schon böse aus, ey. Dem willst du in die Fresse schlagen, wenn du ihn schon siehst. Wer macht denn sowas? Der sieht auch böse aus, aber den kennt man aus dem Film. Ich glaube, ich habe nicht alle geguckt. Den ersten habe ich, glaube ich, geguckt. Und den zweiten, als ich sehr, sehr jung war. Das heißt, ich erinnere mich gar nicht mehr. Ich muss die nochmal angucken. Krankheiten. Erkältung. Oh nein, mein Dino hat doch keine Erkältung, oder? Dino? Hallo? Bist du tot? Ah, da läuft er. Ah, jetzt kann ich ihn angucken. Nice. So. Da, STRG 001, bearbeiten. Wir haben den allerersten Namen, der mir gegeben wurde, ist Günther. Also heißt du jetzt Günther. Günther ist fast tot, weil er kein Essen hat. Cool. Sozial. Also ist er eigentlich ein Einzelgänger. Weil sozial darf nicht so voll sein. Genauso wie Bestand. Er braucht Wald, Grasland. Geborgenheit, er fühlt sich gut. Wasser hat er auch gut. Aber, eieiei, Nahrung. Wie komme ich denn jetzt an Nahrung ran? Günther! Ich muss Nahrung für dich organisieren, Günther. Gäste, Betriebsgelände, Gehege. Bodenfutterstation. Hier sind doch überall Pflanzen. Kann er nicht die fressen? Was haben wir? Große Futterstation für Pflanzenfresser. Achso, Bäume. Ah, hier haben wir Tore, die wir hier hinpacken können. Wir haben Zäune, die wir platzieren können. Ah, okay. Ja, direkt zu den Toren. Aber geben wir ihnen doch erstmal was zu essen.
Und zwar, ja, keine Ahnung. Hier können die Leute doch ein bisschen was sehen, ne? Ja, packen wir es hier hin. Hier kann die Futterstation sein, da können sie die Dinos angucken beim Fressen. Ich habe bisher nur ein Dino, also brauche ich nur ein Ding. Ja, essen. Essen, fassen. Schnapp's dir. Los, Kleiner. Kann ich dich kontrollieren? Freie Kamera. Aber ich will die Dinos steuern. Das wäre so geil. Oh. Ich glaube, er hat das Essen entdeckt. Ja, er ist auch kurz vorm Krepieren, ey. Am Verhungern. Ja, mein Kleiner, ist dich satt. Ist dich satt. Steigt. So, das ist fast vollständig, ja? Sehr schön. Gut, Bodenkamera. Dass man sie von unten sieht. Alter, ich glaube, das muss ich zensieren. Naja. So, unser erster Dino. Das heißt, rein theoretisch kann ich eigentlich noch einen davon bauen, ne? Also ich werde immer so eine Handvoll davon haben. Ja, Genom modifizieren. Oder ich warte erstmal, bis ich das Genom modifiziere. Frage ist natürlich, ob sie sich auch irgendwie paaren können und von alleine dann irgendwie verbreiten. Das wäre doch was. So, wir haben hier unsere Karte. Ah, hier können wir unsere Dinos sehen. Günther. Ah, das ist natürlich praktisch. Wenn man da. Kann ich direkt auf M drücken? Ja. Siehst du mal. So sehen wir das Ganze wenigstens mit der Karte. Ich meine, was soll man denn hier bauen? Willst du mich verarschen? Kann man wenigstens irgendwie mehr von der Insel freischalten, da in die Richtung oder so. Ich meine, das will ich jetzt nicht unbedingt haben. Aber da ist doch noch ein bisschen was. Dinosaurier, Fahrzeuge. Fahrzeuge wird es auch noch geben. Ankunftsort, Expedition. Oh, Günther. Siehst du mal, dem geht's jetzt gut. Gesundheit ist auch voll. Er ist jetzt nicht mehr am Verhungern. Fire Phoenix, The Pain möchte ihre Übertragung sehen. Fire Phoenix, musst du einfach die Folge gucken. Ganz easy. So. Das ist Lambert, unser Sicherheitschef. Ihre, deren und meiner. Willkommen auf den Inseln. Wir stehen hier vor einer schwierigen Frage. Wir wollen unsere Tiere unter Kontrolle halten, doch gleichzeitig auch ihr instinktives Verhalten fördern, um ihr Kampfpotenzial auszuschöpfen. Hören Sie, jeder hat Angst davor, dass diese Tiere frei im Park herumlaufen, mich eingeschlossen. Aber wir können sie uns nicht zunutze machen, wenn wir nicht ein paar Risiken eingehen. Ja, komm. Ich meine, wir haben doch ich keine bin Owen Fleischfresser und so, Brady. aber egal. Meine Freunde nennen mich Owen. Eigentlich nennen mich alle so. Ich habe Dinge gesehen, über die ich nicht sprechen will, aber ich fühle mich den Dinos verpflichtet. Raptoren im Speziellen. Vor allem Blue und ich haben eine besondere Verbindung. So wie Claire und ich. Aber weniger kompliziert. Ja und, was interessiert mich das? Wir müssen nach anderen Dinosauriern suchen, die wir domestizieren können. Oder besser gesagt, die wir in die richtige Richtung lenken können. Wir kontrollieren sie, indem wir sie sich selbst kontrollieren lassen. Anhand ihrer natürlichen Hierarchie. Darum brauchen wir mehr Proben. Diese Expedition kann helfen. Ah, wir können Dinos zu Haustieren machen, so wie Günther. Wo ist er überhaupt? Günther? Was machst du denn da? Willst du etwa fliehen? Nee, er trinkt nur. Ich passe auf dich auf, Günther. Nicht, dass du mir hier kleine Kinder frisst. So, okay. Strom ist etwas, das wir bei unseren Operationen nicht einfach ignorieren können. Ohne Strom sind wir antriebslos. Witzig. Kraftwerke versorgen ihre Insel mit Strom, Umspannwerke leiten Strom zu umliegenden Gebäuden und stellen sie sicher, dass Umspannwerke durch Masten mit den Kraftwerken verbunden sind. Okay. Danke für diese Info, wusste ich noch nicht. Ist ja nicht so, als hätte ich schon gemacht. Was ist denn hier jetzt? Ich kann mich nicht bewegen, was? Achso. Gut, Expeditionskarte. Und ich muss den Scheiß hier loswerden. Was? Shift-Tab? Übertragung deaktivieren, so. Gut. Horseshoe Canyon Formation. Häufige Exemplare, okay. Pflanzenfresser. Ja, ich will Pflanzenfresser. Drei. Oh. Ich möchte gerne mehr Pflanzenfresser für den Anfang. Gut,
Ihr erstes Expeditionsteam ist unterwegs. Was immer es findet, bringt es zur Extraktion ins Fossilienzentrum. Das ist mein zweites. 2 Minuten verbleiben. Okay. Übrigens, ich habe vergessen, meinen Timer zu starten. Ich weiß nicht, wie lange das geht. Ich werde das einfach instinktiv auf eine halbe Stunde Ihr irgendwie Job hinkriegen. Ist wirklich einfach. Erschaffen Sie Dinos, die Besucher in die Anlage locken. Das bringt uns Kapital, das es uns ermöglicht, mehr Forschung zu betreiben, bessere Anlagen zu bauen und mehr Dinos zu erschaffen. Und genau darum geht es. Ein ewiger Kreislauf von Leben, Entwicklung und Rohstoff. Natur und Kommerz. Ganz einfach, oder? Fossilienzentrum, also. Fossilienzentrum. Im Fossilienzentrum können Sie DNA aus Bernstein und Fossilien extrahieren, um neue Dinosaurier-Genome zu erschaffen. Aufregend. Total. Extrahieren Sie Fossilien, um Genome für jeden Dinosaurier zu bauen. Okay. Brauchbare Genome ermöglichen es Ihnen, im Hammond-Entwicklungslabor Dinosaurier zu erschaffen. Expeditionen stoßen manchmal auf zusätzliche Funde, die verkauft werden können. Okay, gucken wir uns mal die Fossilien an. Was haben wir hier? Wir haben hier ein Edmontosaurus. Das heißt, wenn ich den Genom jetzt noch weiter voranschreite, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass da etwas Großartiges bei rauskommt, ja? Ja, den hier können wir auf 100% bringen. Gib mir 100%. Ich mach sie alle durch. So, also, wir haben hier den Triceratops mit 44%, den Edmontosaurus mit 44%. Ich glaube, erst ab 50% kann man die Dinos erschaffen, oder? Mal gucken. Naja. Gut, scheiß auf die Datenbank, die braucht keiner. Ich mache mir, glaube ich, jetzt nochmal einen zweiten Günther, was soll's. Ich will hier auch ein paar Attraktionen bieten, ne? Komm, und noch einen. Machen wir uns 3 Günthers. Wieso nenne ich sie Günther? Die heißen nicht alle Günther. Das heißt nur einer Günther. So, sehr schön. Was haben wir hier noch? Verwaltungsansichten. Okay. Keine Ahnung, was das bringt. Was haben wir hier? Im Forschungszentrum können Sie Ihren Park auf verschiedene Art und Weise aufpeppen. Neue Gebäude, Upgrades und mehr. Mittels Forschung können Sie verschiedene Aspekte Ihrer Anlage verbessern und erweitern. Sie können neue, verbesserte Gene erforschen, um Ihre Dinosaurier damit zu modifizieren. Ah. Manche Gegenstände haben Abteilungsrufanforderungen, die erfüllt werden müssen, ehe sie verfügbar sind. Ah, das sind die hier. Okay, gucken wir uns mal in die Forschung rein. Wir haben Fossilien. Ja, cool. Können wir ja viel mitmachen. Wir haben genetische Forschung. Wüste? Alpin? 300.000, das kostet alles so viel. Sie sollten Genome aus Fossilien extrahieren, die Sie in Ihrem Fossilienzentrum gesammelt haben. Dadurch erhöht sich die Menge an brauchbaren Daten zur Erschaffung von Dinosauriern. Das Splicen dieses Gens erhöht die Angriffs- und Verteidigungseigenschaft. Aha. Aber warum? Warum sollte ich das tun? Das ist doch hier die Frage. Ich meine, ja gut, was ist das hier? Der Indominus Rex kombiniert Genome verschiedener Dinosaurier moderner Spezies. Das Basisgenom ist in erster Linie das von Tyrannosaurus Rex und Velociraptor. Der Rest ist geheim. Okay. Das ist eine fucking Fusion, Freunde. Das ist eine Fusion. Wir erschaffen doch brutalere Monster, indem wir 2 Fleischfresser zusammenfügen. Mach doch irgendwie einen Pflanzenfresser dazwischen wenigstens, damit sie ein bisschen, weiß nicht, weniger aggressiv sind, weniger Leute töten. Was haben wir denn hier zum Splicen? Das Splicen dieses Gens erhöht die Verteidigungs- und Belastbarkeitseigenschaft. Die Eigenschaften der Saumfinger-Echsen-DNA, die dafür sorgt, dass die Schwänze dieser Tiere wieder nachwachsen, verbessert die Geweberegeneration. Das heißt, okay. Das Splicen dieses Gens erhöht die Angriffs- und Belastbarkeit. Wieso soll ich sowas machen? Ich will doch die Welt retten und nicht zugrunde richten. Das Splicen dieses Gens erhöht die Lebenserwartung und... Das ist was! Hier, Lebenserwartung, komm! Gib mir! Und hier, den nehmen wir auch noch mit.
Sie haben nicht genügend verfügbare Forschungsteams. Achso. Gut, was soll's. Was haben wir hier noch? Medizinische Behandlung. Antiparasitikum gegen einen Hakenwurmbefall, das für die Verdauung der Dinosaurier optimiert wurde. Okay, Schutz auch noch, Gegenstände verfügbar. Leichter Stahl, elektrisch. Oh Gott, meine Zäune sind nicht mehr elektrisch. Oh Gott, die laufen doch da raus. Kleiderladen. Moment, Kleiderladen. Das, alles was Geld bringt, kann man eigentlich machen. Was haben wir hier? Eine bessere Wartung der Gewehre erhöht das Nachladetempo. Aha, okay. Trainingssimulatoren erhöhen die Treffsicherheit. Planungseinheiten ermöglichen es, Teams von Aufgewerteten weitere Aufgaben zuzuweisen. Ach so, ein Aufgabenblock mehr. Erhöht die gesamte Stromproduktion. Erdungseinheiten verringern das Risiko eines Stromausfalls. Und Wartungseinheiten verringern die Unterhaltungskosten. Ist auch nicht schlecht. Inventarplatz, ich werde sowieso alles verkaufen sofort oder weiterverarbeiten. Die DNA-Selektion erhöht die Dinosaurier-Lebensfähigkeit in aufgewerteten Hamm- und Entwicklungslaboren um 10%. Hm. Eine bessere Wartung der Gewehre, ja, das kennen wir alle schon, ne? Komm, gehen wir zurück. Das Update will ich auf jeden Fall bald machen. So, haben wir überhaupt... Ist der Laden hier überhaupt offen? Park schließen. Ich will den eigentlich eröffnen. Wieso ist hier noch keine Sau? Ich hab doch ein Dino. Sogar zwei, drei, hier. Überspring den Scheiß. Los, kommt raus, meine Lieblinge. Ich denke mal, drei Stück werden erstmal für den Anfang reichen. Wartet auf Freilassung. Lass ihn jetzt raus. Jetzt haben wir drei. Kommen Sie hier rein, kommen Sie näher, kommen Sie ran. Ich habe Dinos am Start. Aber irgendwie ist hier niemand. Vielleicht brauche ich irgendwas für Gäste erstmal. Schutzraum brauche ich nicht. Hotel ist, glaube ich, noch zu früh. Souvenirladen, da, hier, komm. Kauft. Ich muss das auf jeden Fall in der Nähe des Stroms haben, ne? Terrainbeschränkung. Willst du mich verarschen? Ich muss das direkt an den Weg bauen? Nee. Aber machen wir es einfach mal. Und zwar... Genau hier, da kriegt er nämlich noch Strom. Da kommen sie jetzt. Ich habe drei Dinos und jetzt kommen sie an. Da, geht da direkt rein und kauft euch Sachen. So, wie wir schnell Geld verdienen. So, Fossilien ansehen. Was haben wir bekommen? Wir haben bekommen... sehr hohe Qualität. Ach, daraus können wir den hier machen, ja? Ja gut, den extrahieren. Mehr Prozente für unser Dino. Noch mehr Prozente für unser Dino. Was ist das? Ist das ein Darm? Ich habe einen Darm verkauft, Freunde. Ich bin gut. Wenn ich einen Darm verkaufen kann, Alter. Dann bin ich gut. Finden Sie eine Expedition, ein Fleischfresserfossil? Achso, das ist meine Aufgabe derzeit, ne? Ach, ich habe den Ceratosaurus noch gar nicht abgeschlossen. Dann sollten wir das mal schnell machen. Da ist er doch. So, geht mal dahin. Habt mal ein bisschen Spaß. Und wir werden jetzt erstmal gucken, wo soll ich meine Einnahmen? Beste, keine Ahnung, wo sieht man Einnahmen? Was ist das hier überhaupt für ein Gebäude? Ach, das ist Strom. Jetzt habe ich zwei davon. Oh. Oh. Ich hätte einfach nur ein Kabel hier verlegen müssen, ne? Ja, das muss man erstmal wissen, also ganz ehrlich. Jetzt pisst das hier auch noch. Wo sehe ich, wie viel Geld ich habe? Info. Ja, gib mir die Scheiß-Info. Landschaftsgestaltung? Ja, nee. Ich weiß nicht, wie viel Geld ich verdiene. Ha, Moment. Ah, Einnahmen. Okay. Gesamt minus 20.000. Das heißt, ich mache 3.000 Gewinn. Ja, da steht's doch. Nicht schlecht. Isla Muerta wird mit 3 Sternen freigeschaltet. Ah. Ich sehe. So schalten wir also neue Karten frei, ja?
Was? Ich bin Claire Deering. Ich war schon mal hier auf den Inseln. Auf Isla Nublar habe ich einige Fehler gemacht und versucht, ihnen etwas Positives abzugewinnen. Ich glaube an unsere Arbeit hier. Sie muss nur ordentlich gemacht werden. Der Inselverwaltungsbildschirm enthält eine Übersicht. Verantwortungsvolle Verwaltung unserer Tiere und eine sichere Umgebung für unsere Besucher sind gleichermaßen wichtig. Der Inselverwaltungsbildschirm enthält eine Übersicht über die wichtigsten Verwaltungselemente Ihrer Insel. Was du nicht sagst, habe ich schon kennengelernt. Ihr kommt zu spät. Überprüfen Sie Ihre Inselbewertung, Ihrer Abteilungsruf und eine Zusammenfassung Ihrer Finanzen. Kenne ich auch schon. Wieso? Ich verstehe nicht. Wieso zeigt man mir den ganzen Scheiß mit der Hilfe erst an, wenn ich es überhaupt schon herausgefunden habe. Außerdem sehen Sie hier den Missionsfortschritt sowie aktive Aufträge für die aktuelle Insel. Ja, was du nicht sagst. Ist mir vollkommen neu. Aufträge. Ja, stimmt, okay. Gut, dann haben wir jetzt sowieso bald die 50%, wenn es jetzt bald fertig ist. Man weiß ja nie. Aber Freunde, ich würde sagen, das war's schon für heute. Wir sehen uns eventuell beim nächsten Mal wieder, je nachdem wie es ankommt. Und wenn ihr ein Dino sein wollt, sagt mir einfach welcher oder sagt mir einfach, ist mir scheißegal und gib ihm den Namen Hans-Dieter der Dritte. Oder irgendwie so ähnlich. Haut rein, euer Zero. Tschüss.